Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar dreht sich in diesem Video alles darum, wer sind eigentlich die Top 5 Angreifer in FIFA 16. Ich werde auch noch ein Video dazu machen, was sind eigentlich die Top 5 Mittelfeldspieler, die Verteidiger und die Torhüter. Allerdings dreht sich in diesem Video hier alles um die Top 5 Angreifer. Und da beginne ich am besten mal direkt mit dem 5. Platz. Und zwar ist das Neymar, der kleine, quirlige Stürmer. Na gut, Stürmer nicht unbedingt, sondern linker Flügel vom FC Barcelona, hat ein Gesamtrating von 88. Er hat über 90er Werte im Pace und im Dribbling. Das ist auf jeden Fall exzellent. Wo er ein bisschen zulegen muss, ist sein Passwert mit 72 und sein Physiswert mit 58. So, dann geht's direkt weiter mit dem 4. Platz. Und zwar ist das Zlatan Ibrahimovic, der Schwede von PSG. Ist Stürmer, hat eine Gesamtbewertung von 89. Im Pace ist er vielleicht nicht ganz so gut, allerdings sind die anderen Werte echt traumhaft mit einem 90er Schuss, 81er Passen, 85er Dribbling und 86er Physis. Und Pace soll ja sowieso nicht mehr so wichtig sein in FIFA 16, das heißt, das ist auf jeden Fall ein Top-Allrounder im Sturm. So, kommen wir auch direkt zum nächsten Spieler, und zwar ist der 3. Platz die Bronzemedaille. Luis Suarez vom FC Barcelona hat eine Gesamtbewertung von 90 und hat ebenfalls Top-Allround-Werte, und zwar eine 82er Pace, 88er Schuss, eine 79er Pass und dann noch einen 88er Dribbling und eine 79er Physiswerten. Das ist auf jeden Fall top. So, der 2. Platz ist ebenfalls ein Top-Allrounder, noch ein Tickchen besser als der 3., und zwar ist das Cristiano Ronaldo, der Portugiese von Real Madrid. Der linke Flügel hat eine Gesamtbewertung von 83, nein hat er nicht, 93, und ist damit der zweitbeste Spieler im ganzen Spiel, hat ein Pace von 92, Shooting 93, der hat dann einen Passwert von 80, einen Dribbling von 90 und eine Physis von 78. Das bedeutet 93er Werte, und das ist auf jeden Fall exzellent. So, dann gibt es eigentlich nur noch den 1. Platz, den besten Spieler in ganz FIFA, und zwar ist das Lionel Messi, der Argentinier vom FC Barcelona, spielt auf dem rechten Flügel und hat eine Gesamtbewertung von unglaublichen 94, hat zwei 90er Stats, einmal Pace und einmal Dribbling. Bei Dribbling ist er sogar am 95 dran. Ich glaube, das ist sowieso einer der besten Werte überhaupt, die man irgendwo kriegen kann, eine 95er Bewertung. Und ja, dann hat er noch einen Schusswert von 88, einen Passen von 86 und eine Physis, die vielleicht ein bisschen schlechter ist, von 76. Gar nicht 76, sondern von 62. So, was rede ich da für einen Schwachsinn? So, ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.